Jungs, letzte Woche war ich ja geschäftlich in diesem Salzburg. Am Vorabend hatte Südkorea gegen Spanien in der Brause-Satan-Arena ein Testspiel absolviert. Am Donnerstagmorgen, während ich am Flughafen sitze und mich sehr intensiv über die bis dahin schon angekündigten 2 Stunden Verspätung ärgere, kommen die ersten koreanischen Allesfahrer und setzen sich zu mir ans Abfluggate. Ich mustere ihre KT-Trikots, denke mir, KT, aber irgendeiner muss doch ins Tor. Und komme mit einem, der ganz passabel Englisch spricht, ins Gespräch. Ich frage ihn nach dem Endergebnis und er antwortet, dass Südkorea 1:6 verlor. Ich drücke mein tiefes Bedauern aus, gefragt zu haben, und dann geht die Stampede los. Er ruft noch, this is the Korean Head Coach! Und getragen von einer Welle aufgeregter koreanischer Allesfahrer, Familien, Mädchen, Jungs, Nerds und Geeks, werde ich zum Eingang des Abflugbereiches getragen. Dort rennt mich dann fast der südkoreanische Yogi Löw über den Haufen, den ich fälschlicherweise für den Cheftrainer halte. Es ist jedoch der Assistenztrainer, denn ich erkenne Uli Stielicke ohne Caro Sacco einfach nicht. Der jetzt wohl die Demokratische Republik Korea trainiert. Auch ich drücke automatisch von der Welle der extensiv das Smartphone zückenden und benutzenden Koreaner getragen auf den Auslöser. Der Tross zieht weiter zum Duty-Free-Shop. Die koreanischen Fans folgen ihm und fotografieren, als ob es keinen Morgen gäbe. Ich trotte zurück an meinen Platz, an dem ich eine E-Mail empfange, dass die Verspätung des Fluges Salzburg-Düsseldorf nun 2:35 getragen wird. Da es noch gut 1 Stunde bis zur neuen Abflugzeit ist, versuche ich zu dösen. Ich nehme wieder ganz allein in der Doppelreihe des Abflugbereiches Platz und im Augenwinkel so die ersten etwa 1,95 Meter großen Asiaten im Nike-Trainingsanzug wahr. Dann kommen 2, dann kommt noch einer, die Klischees über kleine Koreaner stimmen ganz und gar nicht und dann ist mein Interesse doch irgendwie geweckt. Innerhalb von 5 Minuten sitzt die komplette südkoreanische Fußballnationalmannschaft neben mir und ich bin der einzige Europäer dort. Alle sind adrett frisiert und untätowiert, bis auf einen, der auf den Unterarmen aussieht wie der Otto-Normal-Bundesligaspieler in den heutigen Zeiten. Wie ich durch mein investigatives Verhör erfahre, ist er natürlich Legionär in der niederländischen Eredivisie. Und dann bricht der Sturm auf die Mannschaft los. Nachdem genug Bilder von Stielicke und Co. im Duty-Free-Bereich geschossen wurden, kommen die Fans zur Nationalmannschaft. Sehr geduldig und freundlich geben die Versager-Jungs Autogramme und lassen Doppel-Selfies über sich ergehen. Offenbar denkt der ein oder andere koreanische Fan, ich hätte auch eine Rolle im Korean Team KT und man bittet mich auf Koreanisch um Selfies mit. Da mein nicht vorhandenes Koreanisch total eingerostet ist, nicke ich, woraufhin grinsende Fans sich zu mir neigen und in die Hocke gehen und Bilder mit mir schießen. Ich glaube, so oft wie in den 20 Minuten bin ich im kompletten letzten Jahr nicht fotografiert worden. Hoffentlich denkt niemand, ich sei europäischer Spielerberater und interessiere mich für die Krottoiden 1:6-Flaschen. Ich meine natürlich den spanischen Testgegner. Es kommt ein Betreuer und verteilt an jeden Spieler einen Mundschutz. Flugs sehen alle aus wie Michael Jackson. Ist das etwa wegen mir? Dann wird der Flug nach Prag ausgerufen und die Jungs verschwinden so schnell, wie sie kamen, denn sie müssen noch Tschechien auf die Europameisterschaft einstimmen.